Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Lenis vs. Diamonds. Ich habe dieses Pfingstwochenende genutzt, neben meinen normalen großen Projekten auch zwei kleine Teilbilder fertig zu machen. Und habe mir gedacht, ich zeige euch die mal und mache da eine kleine Review von. Das eine habe ich auch erst am Wochenende gekauft, deswegen das ist jetzt schon ein Schritt gewesen, das gleich zu painten. Das freut mich natürlich sehr. Und ich fange erstmal mit dem anderen an. Aber dann möchte ich euch ja nicht hier spoilern. Irgendwie die Steine. So, dieses Bild habe ich euch ja vor kurzem gezeigt. Das hatte ich mir ja bei Temu mitbestellt. Und zwar ist das ein kleiner Hund mit fliegenden Ohren. So sieht unsere Luna aus, wenn sie im Fahrradkorb sitzt. Natürlich nicht mit den Farben, aber dann fliegen die Ohren auch so wie Dumbo. Das Bild hatte 13 verschiedene Steinchen und hat aber länger gedauert, als ich gedacht hätte. Es hat eine Größe von 30x30 und an für sich ist das Bild wirklich schön, aber es hatte zwei Sachen, die ich dann doch bemängeln würde. Ich will mir auch ehrlich mit euch sein. Zum einen, da klebt noch was. Wartet. Zum einen, dieser Stein, der ist ja wahnsinnig schön, dieser runde hier. Aber da fehlten mir zwei. Eigentlich, da bin ich so wie ich. Eigentlich hätten diese beiden auch der Stein sein müssen. Da musste ich jetzt aber zwei von den braunen nehmen, die noch übrig waren, weil bei den anderen waren überall genug Steine bei. Nur bei diesem äußerst schönen Stein, da fehlten mir zwei. Und ich habe mir gedacht, wenn ich hier den braunen mache, das wirkt einfach nicht so schön. Da muss schon der durchsichtige hin. Und deswegen habe ich das dann unten ausgetauscht. Ich werde hier gerade attackiert von ganz vielen Fliegen. Also entschuldigt, wenn ich hier so ein bisschen rumzappel. Auf jeden Fall ist es sonst wirklich schön geworden. Und ja, es ist ein süßes Bild für zwischendurch. Mache ich ja momentan so ganz gerne, weil ich ja sonst immer eher die größeren Projekte habe. Und ja, das hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Das verlinke ich euch auch nachher noch in der Infobox. So, das war das erste, was länger gedauert hat. Also da habe ich wirklich eine ganze Zeit dran gesessen. Hat ja eine ursprüngliche Größe von 30x30. Die bedruckte Fläche wird 25x25 sein und da ist ja auch nicht alles gepainted. Aber es war doch schon gut was zu tun. So, und jetzt komme ich zu einem Projekt, was ich bei Woolworths überraschenderweise gefunden habe. Und eigentlich wäre mir das zu verpixelt gewesen, etc., zu klein, zu viel Teilbild. Aber der Hund auf diesem Bild sieht wirklich aus wie unsere Luna. Und deswegen konnte ich da nicht dran vorbeigehen. Und ich finde, es sieht wirklich gepainted richtig schön aus. Ich zeige es euch jetzt mal von nahem. Ich kann gar nicht genau sagen, wie viele Farben es hatte. Ich würde sagen, so 15 würde ich sagen. Das ließ sich auch wirklich relativ gut und schnell wegpainten. Hat auch richtig Spaß gemacht. Das hat auch nur 3 Euro gekostet. Und da konnte ich dann einfach nicht dran vorbeigehen. Und ich habe halt die Erfahrung gemacht, wenn ich es dann erst nicht mitnehme, bekomme ich es hinterher einfach nicht mehr. Und deswegen habe ich es mir mitgenommen und habe es jetzt auch gleich gepainted. Und das finde ich wirklich, ist ein sehr gelungenes Teilbild. Gefällt mir richtig gut. Es sieht wirklich von Weitem aus, als wenn Luna auf mich zugelaufen kommt. Und ja, finde ich wirklich schön. Auch mit der Schnauze. Die Augen sind auch gepainted. Also ist wirklich nur der Hintergrund nicht gepainted. Weil bei dem anderen Tier gerade waren ja die Augen und die Schnauze nicht gepainted. Hier schon. Und ich fand auch den Hintergrund sehr schön gewählt mit dem Blümchen. Und deswegen durfte das mit. Meine Tochter hat mich drauf gebracht, dass das ja aussieht wie unsere Luna.
Und ja, ich bin froh, dass ich es mitgenommen habe. Das gab es jetzt halt ganz aktuell bei Woolworth. Und ist auch so schön stabil, so eine Holzleinwand, die man sich richtig schön hinstellen kann. Und deswegen durfte das Ganze mit. Und ich bin wirklich froh, dass ich es mitgenommen habe. Ja, das waren jetzt so meine zwei kleinen Projekte, die ich euch dieses Wochenende präsentieren kann. Und dann habt ihr wenigstens ein Video von mir gehabt, obwohl wir 2 Tage weg waren. Und ja, ich hoffe, euch hat dieses kleine Review-Video auch gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr diese beiden Bilder findet. Also mein Favorit ist natürlich dieses hier, ist ganz klar. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Zeigt mir das gerne mit Daumen nach oben und euren Kommentaren. Und wenn ihr mich neu entdeckt habt, dann abonniert mich auch sehr gerne. Da freue ich mich auch sehr drüber. Und dann hoffe ich, sehen wir uns auch in einem der nächsten Videos. Bis dahin, tschüss.